Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Gäste, Abgeordnete, Herr Oberbürgermeister, damit Sie Ihr Amt in Ehren ausüben können, sind noch zwei Formalitäten zu erledigen. Sie müssen die Verpflichtungsformel bestätigen und den Diensteid schwören. Ich würde die Verpflichtungsformel vorlesen und Sie bestätigen das, wenn Sie diesen Inhalt leben wollen und danach handeln wollen, dann bitte mit, ich gelobe es. Ich gelobe, die Verfassung, Gesetz und Recht zu achten und zu verteidigen, meine Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen uneigennützig und verantwortungsbewusst zu erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber allen zu üben. Außerdem gelobe ich, die Rechte der Landeshauptstadt Dresden gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern. Geloben Sie dieses? Ich gelobe es. Danke. Dann ist noch der Diensteid, den würde ich Sie bitten nachzusprechen. Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen. Dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Gewissen führen werde. Nach bestem Wissen und Können. Wissen und Können, so. Also ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen werde. Verfassung und Recht achten und verteidigen. Verfassung und Recht achten und verteidigen werde. Und Gerechtigkeit gegenüber allen üben werde. Und Gerechtigkeit gegenüber allen walten werde. Nun brauchen wir die Amts.